Heute sind wir in Lüttich. Lüttich, eine Stadt, ein Lebensgefühl. Nur eine Stunde von Köln oder Brüssel entfernt liegt Lüttich im Herzen Europas und hat alles zu bieten für einen perfekten Wochenendtrip. Wir zeigen dir jetzt die Highlights in 5 Minuten. Die schönste Art, in Lüttich anzukommen, ist mit dem Zug. Lüttich ist von vielen deutschen Städten schnell erreichbar. Wir fahren heute mit dem Thalys, der braucht von Köln ein bisschen mehr als eine Stunde. Bisher sind wir pünktlich und es gibt sogar Frühstück. Na, das ist nochmal ein guter Start in den Tag. Lüttich ist eine Stadt im Osten Belgiens, in ständigem Wandel und steht für Tradition und Moderne gleichermaßen. Ein Highlight zeigt sich schon direkt bei der Ankunft. Der Bahnhof Liège-Guimard wurde vom spanischen Star-Architekten Calatrava konzipiert und ist ein echter Hingucker. Mit einem riesigen Glasdach, ein architektonisches Meisterwerk. Bis man in der Innenstadt ist, muss man ein gutes Stück laufen. Hier treffen wir unseren Tourguide Johanna und gehen zuerst in die St. Paul-Kathedrale. Besonders beeindruckend finden wir die vielen bunten Fenster, zum Teil historisch, zum Teil sehr modern. Ennevis ist eine alte Geschäftsstraße, die ihren mittelalterlichen Grundriss bewahrt hat. Lange Zeit wurde die Straße vernachlässigt, heute findest du hier viele schöne Geschäfte und Cafés. Regionale Produkte gibt's auf der Rue Souverain-Pont, zum Beispiel bei Wattetüt. Wir machen noch eine kleine Fotosession am Rathaus von Lüttich und haben dann auch schon Hunger. Fritten gelten in Belgien als Nationalspeise. Bereits vor hunderten Jahren sollen die Menschen hier Kartoffeln frittiert haben. Außen knusprig, innen weich, so ist es richtig. Viele schöne historische Bauten machen Lüttich zu einer richtigen Weltstadt, erzählt uns Johanna, die selbst schon sehr lange hier lebt. La Cité Miroir ist ein interessanter Ort für Kunst und Kultur. Früher war das mal eine Badeanstalt, heute gibt es viele Ausstellungen, wie zum Beispiel WordPress-Foto. Unsere kulinarische Tour geht weiter. Johanna bringt uns zum nächsten Highlight. Typisch für Lüttich sind auch deren Waffeln. Die besten soll es bei Saperlipopette geben, dementsprechend lang ist die Schlange. Das Warten lohnt sich, denn die Waffeln sind wirklich super lecker. Was macht denn die Schönheit der Stadt aus? Ach, ich würde sagen, die Herzlichkeit der Menschen, die in Lüttich leben. Mhm. Dann auch alle Köstlichkeiten, die sie haben. Nicht nur die Waffeln, auch herrliche Biere, wundervolle Brauereien. Und die vielen leckeren Biere haben wir probiert. Die Brasserie C ist sehr beliebt in Lüttich. Es gibt eine hauseigene Brauerei, die 2012 gegründet wurde. Und bei einer Führung erfährst du mehr darüber, wie das Bier vom Gerstenfeld ins Glas kommt. Im Restaurant gibt es leckere Spezialitäten aus Lüttich, die wir sehr empfehlen können. Und dann ist der erste Tag schon um. Bonjour Lüttich am Tag 2. Wir haben uns hier für das Penta-Hotel entschieden. Es ist ein 4-Sterne-Hotel in zentraler Lage. Du kannst viele Sehenswürdigkeiten bequem zu Fuß erreichen. Doch zuerst gibt's Frühstück. Dann sind wir auch bereit für die Sehenswürdigkeit in Lüttich. Das hier ist vielleicht die längste Treppe, die wir je gesehen haben. 374 Stufen führen bis nach oben an die Spitze. Bereit für das kostenlose Po-Training? Die Menschen, die links und rechts der Treppen wohnen, laufen diese Tag für Tag. Und offensichtlich gerne, weil es keine Leerstände in den Häusern gibt. Unterhalb der Zitadelle gibt es versteckte Rundwege. Hier kannst du sehr, sehr schön spazieren und tolle Fotos machen. Die Aussichten auf die Maas sind wirklich top. Autremeuse ist ein alternatives Viertel in Lüttich. Am Boulevard de la Constitution ist jeden Freitagmorgen ein Antiktrödelmarkt. Viel Spaß beim Bummeln und Trödeln. Wir stehen jetzt vor dem Kunstmuseum La Boverie und haben ein Ticket Influenceur. Na, richtige Influencer sind wir doch, oder? In dem Museum sind viele moderne Werke, bei denen man auch mitmachen kann. Am Abend wollen wir euch wieder ein besonderes Restaurant zeigen, und zwar diese urige Taverne. Das Essen einfach köstlich. Au revoir Lüttich! Und Aachen ist nur 30 Minuten mit dem Zug von hier entfernt, also schaut auf unser Video Aachen in 5 Minuten.